Ja, heute ist Waldwinter von Wolfgang Lieben einer zu sehen. Ja, das ist ganz interessant, vor allem die Filmografie sich von Wolfgang Lieben einer genauer anzuschauen, weil das jemand ist. Wir hatten ja in der Reihe auch zum Beispiel zwei Überläuferfilme, also Filme, die während der NS-Zeit verboten wurden und dann erst in der BED erst, glaube ich, 1951 war das, dann 1950 der eine und 1951 der andere erst dann gezeigt wurden in der BRD. Und es gibt ja auch natürlich viele personelle Kontinuitäten auch zwischen dem NS-Kino oder den Filmemachern, die unter der NS-Herrschaft erfolgreich waren oder überhaupt Filme gedreht haben und danach dann weitergemacht haben. Und Wolfgang Liebeneiner ist dann eine ganz erstaunliche Kontinuität. Der hat sowohl vor der Nazi-Machtergreifung, während der NS-Zeit, dann während der Adenauer-Zeit, als auch dann später sozusagen nach dem Oberhausener Manifest kontinuierlich eigentlich jährlich Filme gedreht. Er ist aber auch nicht nur Regisseur gewesen, sondern auch Schauspieler und er war auch nicht nur beim Film tätig, sondern auch beim Theater. Ja, er ist 1905 geboren im damaligen Niederschlesien, heute Lubowka in Polen, in großbürgerlichen Verhältnissen. Der Vater war Offizier und hatte eine Fabrik. Er selbst ist dann ausgebildet worden in einer Kadettenanstalt und hat sein Abitur 1923 mit 18 in Berlin gemacht. 1924 hat er dann das Studium aufgenommen der Philosophie, Germanistik und Geschichte und ist dann zunächst in Berlin und in Innsbruck gewesen, um dort Seminare zu besuchen. Dann ist er nach München gewechselt und hat dort dann auch parallel angefangen als Mitglied der Akademischen Spielschar, das war eine Gruppe schauspielender Studenten, tätig zu werden und dort auch bald zum Ensembleleiter geworden. Er war also zunächst Schauspieler dort am Theater und dort hat ihn dann auch, also dort im studentischen Theater, dort hat ihn dann aber auch Otto Falkenberg, der Direktor der Münchner Kammerspiele, entdeckt. Und der hat dann dafür gesorgt, dass Wolfgang Liebeneiner 1928 auf der großen Bühne quasi sein Debüt gegeben hat mit Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Und der war dann so erfolgreich, dass er dann seit 28 auch sein Studium abgebrochen hat. Seit 1929, also mit gerade mal 24 Jahren, war dann auch als Regieassistent tätig und 1931 mit 26 Jahren hat er sein Regiedebüt am Theater gegeben mit Gestern und Heute, der dann auch im gleichen Jahr als dem Titel Mädchen in Uniform von Leontine Sagan verfilmt wurde. Ja, seit 1930 ist er dann auch in Berlin tätig als Schauspieler. Von 32 bis 34 gehört er dem Ensemble des Deutschen Theaters an. Von 1936 bis 1944 ist er wiederum am Staatstheater unter dem Intendanten Gustav Gründgens engagiert und ist dort weiterhin auch als Schauspieler, sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur tätig. Parallel ist aber dann eben schon seit Anfang der 30er Jahre auch eine Filmkarriere voll im Gange, nachdem eben auch durch die Theatererfolge viele Produzenten auf ihn aufmerksam wurden. Und ja, ist dann Anfang der 30er Jahre in einigen Rollen, vor allem als galanter Liebhaber zu sehen, der vor allem aus dem künstlerisch-intellektuellen Milieu stammt. Das war dann so eine bevorzugte Rollenbesetzung, unter anderem durch einen Film wie Liebelei, der Schnitzler-Verfilmung von Max Ophüls, ja, die dann sozusagen dafür gesorgt hat, dass er da so ein bisschen auf diesen Rollentypus festgelegt wurde. Oder war erst mal ein paar Jahre. Sein Regiedebüt hat er nach ein paar weiteren Jahren 1937 gegeben, mit einer Ehekomödie Versprich mir nichts und hat im gleichen Jahr 1937 noch zwei weitere Filme gleich gedreht. Der Mustergatte mit Heinz Rühmann und Yvette. Und ja, er war dann eben auch voll integriert im NS-Filmbetrieb, wo er dann 1937 auch in den Aufsichtsrat berufen wurde, der Terra. 1938 ist er von Propagandaminister Josef Goebbels dann als Leiter der künstlerischen Fakultät der Filmakademie Babelsberg eingesetzt worden und war dort bis 1944 tätig. Ab 1939 kam dann noch hinzu, dass er die Funktion als ehrenamtlicher Leiter der Fachschaft Film der Reichsfilmkammer innehatte und ab 1942 auch Mitglied des Präsidialrats der Reichstheaterkammer. Und ab 1942 bis quasi Kriegsende war er gleichzeitig dann auch Produktionschef der UFA, war also ein ja schon sehr erfolgreicher und sehr gut integrierter Künstler in der NS-Zeit, war gleichzeitig aber nicht Mitglied der NSDAP. Und ja, das hat ihm dann auch später quasi dazu verholfen, nach dem Krieg relativ schnell wieder tätig werden zu können. Während der NS-Zeit war es so, dass er vorwiegend leichte Unterhaltung mit manchmal schon starken ideologischen Untertönen zwar gedreht habe, aber eben, wie das von Goebbels ja auch ausgegeben war, vor allem Unterhaltungsfilme, die dann oft prominente Darsteller hatten, gelegentlich auch einige visuelle Ambitionen. Es waren Filme wie Der Mustergatte oder Der Florentiner Hut mit Heinz Rühmann und letzterer zum Beispiel experimentiert auch ein bisschen mit subjektiver Kamera. Und wir hatten zum Beispiel gezeigt erst vor, ich glaube im September hier Du und ich mit Brigitte Horney und Joachim Gottschalk von Wolfgang Liebeneiner
Genau, also das sind einige der Filme, die er in der Zeit gedreht hat. Er hat allerdings auch einige explizite Propagandafilme gedreht, darunter die Bismarck-Filmbiografien. Bismarck, also der heißt eben auch Bismarck, 1940, und die Entlassung, die explizit auch vom Propagandaministerium in Auftrag gegeben wurden und so ein bisschen versucht haben, Hitlers Politik als Erfüllung von Bismarcks Zielen zu propagieren. Berüchtigt ist von den Propagandafilmen noch ein dritter Film, nämlich Ich klage an von 1941 zum Thema Euthanasie, der relativ perfide zwei Handlungsstränge, ja, einmal mit einer schwerkranken Frau und einmal mit einem behinderten Kind zusammenbringt und ja, damit versucht, für die Sterbehilfegesetz der Nazis zu werben. Erreichte 15 Millionen Zuschauer allein in Deutschland und war auch im Ausland ziemlich erfolgreich. Von daher, ja, war das wohl ein relativ geglückter Versuch. Und der letzte Film, den natürlich Ufer dann eigentlich drehen sollte, Das Leben geht weiter, war ein Durchhaltefilm, der allerdings nicht vollendet wurde, weil es da an Produktionsmitteln dann zum Ende des Krieges dann gefehlt hat und da dann auch das Kriegsende eben kam. Ja, nach Kriegsende war erstmal Leben einer in Hamburg und wurde schon einige Monate nach dem Krieg im Herbst dann hat eine Arbeitserlaubnis bekommen und wurde 1947 endgültig freigesprochen von der Entnazifizierungskommission. Das lag eben auch vor allem daran, dass er nicht Mitglied in der NSDAP war und ja, zwar ein Karrierist ganz offensichtlich war dann in der NS-Zeit, aber ja, eben nicht wirklich eine ja, aktive Rolle im NS-Ideologie, also als ja aktiver Nazi zugesprochen werden konnte. Ja, es gab dann nachdem er wieder die Arbeitserlaubnis bekommen hatte, war er an den Hamburger Kammerspielen erstmal tätig und hat dann auch versucht, wieder Filme zu drehen. Das war zunächst natürlich in der Nachkriegszeit schwierig. 1947 hat er mit Liebe 47 nach dem Theaterstück Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt dann den ersten Film gedreht und hat sich auch in der Folge bemüht, erstmal realistische Stoffe vor allem zu verfilmen. Er hatte auch dann Erfolg mit zwei Filmen, die im Wettbewerb in Cannes liefen, also zumindest filmkünstlerischen Erfolg, der Weibsteufel von 1951 und der Science-Fiction-Film 1. April 2000, die liefen Anfang der 50er Jahre im Wettbewerb von Cannes. Mit anderen Versuchen war es dann allerdings, hat er nicht weniger Erfolg, so dass er sich dann eigentlich recht bald dem vor allem populären Unterhaltungsfilm zugewendet hat und dort wiederum dann ziemlich schnell viel Erfolg hatte und einige, ja, sehr erfolgreiche Filme und bekannte der Adenauer, also Unterhaltungsfilme der Adenauer Zeit inszeniert hat, darunter auf der Reeperbahn nachts um 12:30 mit Hans Albers und Heinz Rühmann oder Urlaub auf Ehrenwort. Und mit der Schauspielerin Ruth Leuwerig hat er einige Jahre lang bis Ende der 50er Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet und sechs Filme gemeinsam haben die gedreht, unter anderem Die Trapp-Familie und die Fortsetzung Die Trapp-Familie in Amerika, der in Locarno in der Auswahl interessanterweise lief. Und Königin Louise oder Tiger. Mitte der 50er Jahre ist er dann gleichzeitig auch in Wien am Theater in der Josefstadt engagiert und später auch freischaffender Regisseur, dreht Operetten und Opern, ist dann auch in Zürich, in Düsseldorf oder in Hamburg, werden die aufgeführt. Und ja, als dann mit der Filmindustrie Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre langsam schwieriger wurde, wechselt Robert Kahnleitner ziemlich konsequent ins Fernsehen, dreht er eigentlich ab Anfang der 60er Jahre fast nur noch fürs Fernsehen und dann stehen dann Filme wie Charlies Tante oder der Vierteiler Die Schatzinsel. Das sind dann vor allem auch wieder eher leichte Unterhaltung, oft für Familien auch, oder es sind auch manchmal Theaterstücke oder Romanverfilmungen, die er da aufgreift. Ja, manchmal verfilmt er auch eigene Stoffe, der Mustergatte zum Beispiel, der 37 eben schon mal mit Heinz Rühmann verfilmt wurde, wird dann hier nochmal adaptiert in den 80er Jahren als TV-Film mit Harald Junke. Mit 78 Jahren zieht sich Wolfgang Liebeneiner dann 1983 aus der Öffentlichkeit zurück und stirbt 1987 in Wien mit 82 Jahren. Er war zweimal verheiratet mit Schauspielerinnen, mit Ruth Hellwig seit 33 und mit Hilde Krall ab 1944, mit der hat er auch eine Tochter. Ja, und in der Phase des deutschen Nachkriegsfilms 1956 ist dann der Film entstanden, den wir jetzt dann gleich sehen, Waldwinter. Der basiert eigentlich auf einem Roman von 1902 von Paul Keller. Allerdings ist der Film dann verlegt in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es dreht sich um eine aus Schlesien geflohene Adelsfamilie, die sich im Bayerischen Wald daran macht, eine neue Existenz aufzubauen. Und ja, damit beschäftigt sich der Film natürlich vor allem mit den Massenbewegungen, die aus Ost- und Mitteleuropa schon vor Ende des Krieges eingesetzt haben, dass viele Menschen dann gemerkt haben, dass ja das nahende Kriegsende absehbar war und dann sich auf den Weg gemacht haben, ja, um in der
zukünftigen BRD oder in dem Gebiet sich neu anzusiedeln und dort auf eine neue Zukunft gehofft haben. Und diese Massenbewegungen, das ist natürlich jetzt auch ganz interessant, diesen Film zu sehen aus der Zeit, in der dann wiederum Länder, klar, natürlich auch wie Deutschland jetzt konfrontiert sind mit Millionen Menschen, die aus anderen Ländern flüchten, teilweise hier Zuflucht suchen. Und ja, jetzt sehen wir einen Film, der ja mittlerweile 60 Jahre alt ist und zeigt, wie damals Millionen Deutsche auf der Flucht waren und eine neue Heimat gesucht haben. Und das ist ja eigentlich eine ganz spannende Gegenüberstellung im Vergleich zur heutigen Situation. Ja, ich wünsche Ihnen eine interessante Vorführung und bedanke mich.